Ah, hier ist es. Hier ist es düs. So. Und das Schlimme an den Manuskriptseiten ist eigentlich weniger die Tatsache, dass man erfährt, was einem noch geschieht. Zum Beispiel, dass wir eingesperrt werden, sondern eher, naja, die mangelnde Begründung. Du hörst nur, dir wird Mist passieren. Warum wird er dir passieren, weißt du nicht. Es wird einfach passieren. Oh wei, oh wei, oh wei. Ich habe nur noch 15 Schuss für einen Revolver. Das ist schlecht. 19 für die Schrotflinte und 2 für die Leuchtpistole. Ich sollte mehr mit den Blendgranaten wieder arbeiten. Ach, Revolvermunition. Ich bin ja so glücklich. Ich hatte keinen wirklichen Plan. Ich würde dem Entführer die Manuskriptseiten geben, die ich für Alice hatte. Mhm. Wenn das nicht genügte, würde ich ihn mit der Waffe zum Reden bringen. Würdest du? Glaubst du? Das Jagdgewehr gegen eine Pumpgun. Wahaha. Da hinten ist eine Lampe. Okay, wo muss ich jetzt lang? Wie Sie nicht sehen können, ich bin verwirrt. So. Ah, der Vorteil an diesen Lampen ist, dass sofort das Dunkel eigentlich weg ist. Hier habe ich doch eine Hütte gesehen, genau. Ist hier irgendwas? Außer ein paar Verfolgern. Eine Thermosflasche, das ist schön. Und Leuchtpistolenmunition, ich bin verzückt. Das könnt ihr leider gerade nicht sehen. Wow. So, Waffe nachladen, bitte. Puh, gut, dass wir so viel Munition dafür gefunden haben. Aber da oben ist eine Lampe, das finde ich schon mal schön. Okay, die kommen immer in Dreierpacks, also muss man sich ja auch noch beeilen, weil es scheint, dass hier unendlich viele kommen. 2 zum Preis von einem. Das ist schön. Los, schalt ein. Und. So, geschafft. Gut, dass die Lampe da stand. Wobei gut, dass die Lampe da stand, ja. Ah, Kontrollpunkt. Ich sag doch, und wir laufen ihm genau entgegen. Das Dunkel bewegte sich dort vorn in dieselbe Richtung, die ich gewählt hatte. Ein kaltes Gefühl machte sich in meinem Bauch breit.
War es hinter Alice her? Ja, das ist die Frage. Andere Frage. Was ist, wenn das Dunkel Alice übernimmt? Die Nachtschicht kann Krieg verursachen. Was? Sind auch noch so... Wow! Und die sind auch noch so schnell, das ist das Problem. Oh wei, oh wei. So, einmal fokussieren. So. So, jetzt aber. Ich hoffe, auf so einen treffen wir nie wieder. Das Problem ist, die sind so schnell, die siehst du ja kaum. Und dann weißt du auch nicht, naja, ist das korrekt, was du, wo du da hinschießt? Eine Lampe. Ich bin verzückt. Das... Ich hab dich gesehen. So sieht's aus. Ich hab dich gesehen. Ah, so. Das Problem ist eigentlich, wenn wir in die Lampen steigen... Der Ort war ausgestorben. Eine Geisterstadt. Vielleicht seit Jahrzehnten oder einem Jahrhundert. Ach, da wandelt das Dunkel wahrscheinlich. Das Problem ist, wenn wir in diesen Lichtschein ja treten, natürlich verschwinden dann die Gegner kurzzeitig, aber sie kehren wieder und das ist ja das Problem. Das heißt, entweder man vernichtet sie oder sie kommen immer wieder. Das bringt einem nichts. Upsala. Das arme Auto einfach mal zerstören. Mit unserer Taschenlampe. Haha. Die will ich auch haben. So eine Taschenlampe. Hältst du auf ein Auto? Kaputt. Naja. Wobei jetzt mit Alan würde ich echt nicht tauschen wollen. Ja. Manuskriptseite. Wake and Casey. Die Dinge waren im echten Leben nie so einfach wie in der Fiktion. Unzählige Male hatte ich mir gewünscht, es möge einen eindeutigen Grund für meine Schreibblockade geben, damit ich mich auf ihn stürzen und ihn bekämpfen konnte. Aber nein, Zweifel nagte an mir. Ich war nicht wie der Held aus meinen Büchern. Alex Casey war unbeirrbar und entschlossen durchs Leben geschritten und nie von seinem Ziel abgekommen. Selbst jetzt war ich wütend auf mich, auf Alice, auf Barry. Ich tastete mich blind und planlos durchs Dunkel. Hopp. Grey Peak Gorge. Ja, korrekt. Grey Peak Gorge. Die Minenstadt Grey Peak wurde 1928 gegründet und war eine der Siedlungen, die die Bright Falls Mining Company für ihre Arbeiter errichtete. Der Friedhof in der Nähe ist ein Zeugnis für die Gefahren, denen die Bergleute täglich ausgesetzt waren. Die meisten Männer, die im Laufe der Zeit ihr Leben hier verloren, wurden dort begraben. Eine düstere Mahnung zur Vorsicht für alle Hinterbliebenen. Grey Peak Gorge wurde fast über Nacht verlassen, als die Bright Falls Mining Company 1970 ihre Tore schloss. Na, warum wohl? Ja, ganz ehrlich... Arbeitgeber macht zu, natürlich bleibe ich dann da wohnen. So irgendwo im Nirgendwo, wo ich keine Arbeit finden würde. Ist alles blockiert. Da ist eine Thermosflasche. Hurra!
Oh, dieses Grummeln ist irgendwie nicht so förderlich, um sich zu beruhigen. Erstmal ein bisschen umsehen. So, taktische Vorteile auskundschaften und so. Okay, Kontrollpunkt. Wow. Jetzt auch noch mit Kühlschränken nach mir werfen. Man soll es ja nicht glauben. Vor allem, wie hört sich das denn an? Mein Kühlschrank hat mich angegriffen. Mein Herd hat mich angegriffen. Gut, dass hier alles so stabil ist. Ich meine mal ganz im Ernst, da fliegt ein Traktor gegen hier so einen verrotteten Holzbalken und er hält. Wie Stahl. Sie sind hier. Ja. So. Naja, wie gesagt, ich verstehe das Dunkel nicht ganz. Es will uns töten, aber uns auch übernehmen. Vielleicht, wenn es uns K.O. schlägt, kann es uns besser übernehmen. Au! Schnell weg hier. Ein Schlüssel. Das Problem ist, die Anzeige ist rot. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass wir das Ding gar nicht besiegen können. Au. Da. Der Kreis bewegt sich auch nicht einen Millimeter. So, einmal öffnen. Schneller! Schnell rein! Und die Tür zu. Puh. Wow. Alles außer Schreiben ist ein Kampf. Ich fühle mich krank. Ich habe es geschafft, nach unten zu gehen. Aha. Dort ist ein Schuhkarton mit Büchern und Dokumenten von Thomas Zane. Es fiel mir schwer, aber ich habe einiges gelesen. Er ist ein guter Dichter. Er schreibt von Musen und Schöpfern, Beschwörungen an einer magischen See und seiner Macht, die Welt zu formen, von Götterreichen, Träumen und Dämonen, von dunklen Wesen, die darauf warten, in menschlichen Körpern verborgen zu uns herüberzukommen. Aha. Zane schreibt über sich selbst die Vereinnahmung seiner Freundin durch das Dunkel und über seine Angst vor dem See. Zane glaubt, dass er ein Spiegel der über uns liegenden Leere ist, wo eine grausige Kreatur lauert. Ich kroch wieder nach oben. Ich werde die Ideen übernehmen. Sie klingen richtig. Sie passen. Aha. Also, das hört sich jetzt schon so ein bisschen fast so an, als wären wir nur eine Einbildung. Warum sollte ich das? Warum sollte ich ein Jagdgewehr nehmen? Nö, lass mal. Nein, ich habe hier eine Pumpgun. Natürlich, auch immer schön mit der Taschenlampe draufleuchten. Wir wollen es ja nicht ärgern. Nein. Das ist so, als würde man in eine Lawine einen Schneeball schmeißen.
Sind wir bald da? Oh, Klecks, Klecks. Ja? Der Entführer hatte mir eine SMS geschickt. Die Nachricht war voller Schreibfehler und Beleidigungen gewesen. Er befahl mir, ich solle mich gefälligst beeilen. Schlimm. Ah, hier lang. Ganz ehrlich, ich werde mich doch nicht extra für einen beeilen, der auch noch nicht mal richtig schreiben kann und mich beleidigt. So sieht's nämlich aus. 7 Schuss Leuchtpistole, das ist gut. So, wir sind fast da, hoffe ich. Es sei denn, wir müssen nach da oben. So da ganz weit oben auf den Schneeberg. Aber das ist unwahrscheinlich. Och nee, die... Ja, los. Schnell rüber, weil ich kann mir schon vorstellen, dass sie genau dann angreifen, wenn wir hier auf so einer Holzplanke sind. Wow. Dass die Strecke hier noch nicht gesperrt wurde, ist ein alles. So sieht's aus. Dumme Vögel. Naja, aber... Wie war das noch? Gab's das nicht schon mal? Killerkrähen? Oder im Allgemeinen Killervögel? Upsala. Ich weiß nicht, ich bin zwar jetzt hier sicher vor den Vögeln, aber irgendwie fühle ich mich noch viel unsicherer als vorher. Obwohl die Vögel mich da den Abhang hätten runterschmeißen können. Ich meine, Minenschächte? Lava? Eingestürzte Minenschächte? Dunkelheit pur? Aha. Nein. Alice? Alice! Tunnels go to Cauldron Lake. Was denn? Da oben. Warum ist da oben Licht? Das verstehe ich nicht. Ich dachte, es war nachts. Ah, Leuchtfackeln. Das ist schön. Davon nehme ich natürlich alle mit. Okay, hier könnte ich runterspringen. Aber dann komme ich nicht zurück. Mich interessiert, was da hinten, wo der Schriftzug war, liegt. Ganz ehrlich? Würde ich auch verrückt werden. Alice! Wo bist du? Ich suche dich. Ohne jede Vorwarnung schlug der Kopfschmerz in meinem Gehirn ein. Au. Oh. Oh. War das vielleicht die Vorwarnung, hier sollt... Alan, wo bist du? Hilfe! Alice, ich komme! Besessene Jäger. Die Jäger waren groß und stämmig, selbstsicher und mit den Wäldern vertraut. Sie fühlten sich gut und unterhielten sich bis in die Nacht mit Bier und Geistergeschichten. Doch es nützte ihnen nichts, dass sie das Dunkel tief in eine Finsternis zog, die schlimmer war als jede Geistergeschichte, die sie je gekannt hatten. Mmh.
könnte jetzt hier reinspringen, aber ich glaube, das soll ich gar nicht. Oder? Nein, ich kann da sogar gar nicht reinspringen. Ja, zum Cauldron Lake, da wo Alice in den See gefallen ist. Mein Kopf. Und dann auch noch so eine steile Bergwand hoch. Ja, sie ist steil. Das sage ich jetzt einfach so. Wartet das Dunkel vielleicht schon auf uns? Gut, dass ich hier nochmal runtergegangen bin. Ah, wenigstens etwas frische Luft und Licht. Auch wenn ich nicht weiß, wo das Licht herkommt. Egal. Weiter, weiter. Immer weiter. Hier haben wir Munition, Revolvermunition und Jagdgewehrmunition. Oh, wei. Oh. Lass mich in Ruhe. Ja klar, ich stelle mich natürlich auch noch direkt davor, wo der Mann mit dem Vorschlaghammer kommt. So, noch irgendwer, der Ärger mit mir will? Ha? Natürlich nicht. Aber das Dunkel hat uns den Weg versperrt. Ah, wir müssen weiter in die Mine hinein. Eine Thermosflasche. Wahrscheinlich seit 20 Jahren nicht hier. Naja. Gibt's halt dieses Mal kalten Kaffee. Okay. Ich habe nur noch 8 Nachladeschuss. Das ist schlecht. Wobei das jetzt gerade ja echt eine Notsituation war. Ich musste nach oben durch diesen Minenschacht, um weiterzukommen. Vielleicht könnte ich die Maschine nutzen. So. Und dann sage ich aber auch erstmal für jetzt... Wir durchsuchen die Höhle ein andermal. Bis dann.